Hallo, ich bin Marco. Heute möchte ich euch von meinen schrecklichen Erfahrungen mit einer mysteriösen Bruderschaft erzählen, die sich selbst als heilig ansieht und behauptet, die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Sie zwangen Menschen dazu, sich ihnen anzuschließen, und ich war eines ihrer ahnungslosen Opfer. Es begann an einem düsteren, nebligen Abend, als ich mich in meinem Wohnzimmer entspannte. Plötzlich hörte ich ein Klopfen an meiner Tür. Ich öffnete sie und sah einen Mann, der eine Robe trug und sein Gesicht unter einer Kapuze verbarg. Seine Augen glühten wie Kohlenfeuer. Mit einer mysteriösen Stimme sagte er: "Hallo, Marco. Wir haben dich auserwählt, ein Mitglied der Bruderschaft zu werden." Verwirrt und zugleich fasziniert von der Aura des Unbekannten, lud ich ihn wider besseres Wissen in meine Wohnung ein. Er begann, mir von der Bruderschaft zu erzählen. Sie glaubten, dass die Menschheit dem Untergang geweiht war und nur durch ihre Anstrengungen gerettet werden konnte. Ihre Methoden waren jedoch alles andere als gütig. Sie zwangen Menschen, sich ihnen anzuschließen, indem sie ihre Familien bedrohten oder schreckliche Geheimnisse enthüllten. Es gab kein Entkommen. Diejenigen, die sich weigerten, wurden auf grausame Weise bestraft. Ich sah Fotos von Menschen, die verstümmelt und gefoltert wurden, nur weil sie versuchten zu fliehen. Es war eine entsetzliche Realität, die ich nie für möglich gehalten hätte. Der Mann drängte mich, meinen Willen aufzugeben und mich der Bruderschaft anzuschließen. Er versprach mir Macht und Einfluss in der neuen Weltordnung, die sie errichten wollten. Aber ich konnte den Preis nicht akzeptieren. Mein Gewissen und meine Menschlichkeit lehnten es ab, Teil einer solch böswilligen Organisation zu sein. Als ich mich weigerte, verwandelte sich die anfänglich charmante Fassade des Mannes in einen Ausdruck des Zorns und der Bedrohung. "Du wirst es bereuen, diese Chance abzulehnen", zischte er mit einer Kälte, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. In den folgenden Wochen wurde mein Leben zur Hölle. Ich wurde verfolgt und überwacht. Drohungen wurden mir zugeschickt, und ich hörte Gerüchte über Menschen, die wegen ihrer Verbindungen zur Bruderschaft verschwanden. Ich war gefangen in einem Netz aus Angst und Paranoia. Die Entscheidung, die Bruderschaft zu bekämpfen, wurde zu meinem Lebensziel. Ich begann, mich mit anderen Menschen zusammenzuschließen, die ebenfalls gegen die Organisation kämpften. Wir sammelten Beweise über ihre Verbrechen und planten, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Die Konfrontation mit der Bruderschaft war jedoch gefährlicher als alles, was ich mir hätte vorstellen können. Sie hatten ihre Hände tief in den einflussreichsten Institutionen der Welt, und ihre Macht schien grenzenlos zu sein. Im Laufe unserer Ermittlungen fanden wir heraus, dass sie hochrangige Politiker, Geschäftsleute und sogar einige führende Persönlichkeiten in der Justiz rekrutiert hatten. Die Bruderschaft hatte die Fähigkeit, Menschen zu manipulieren und zu kontrollieren, und sie zögerten nicht, ihr Wissen und ihre Macht einzusetzen, um jeden Widerstand zu brechen. Als unsere Enthüllungen begannen, an die Öffentlichkeit zu gelangen, wurde der Druck der Bruderschaft unerbittlich. Mitglieder unserer Gruppe verschwanden plötzlich, einige wurden brutal ermordet, und andere wurden mit geheimnisvollen Krankheiten infiziert. Es schien, als könnten sie uns überall finden und unsere Leben nach Belieben zerstören.
Wir waren gezwungen, im Verborgenen zu agieren und uns in den dunkelsten Ecken der Gesellschaft zu verstecken. Doch selbst dort waren wir nicht sicher. Verräter und Spione infiltrierten unsere Reihen, und unsere Bewegungen wurden von den Schattenaugen der Bruderschaft beobachtet. In meiner verzweifelten Suche nach einer Möglichkeit, die Bruderschaft zu stoppen, stieß ich auf alte Überlieferungen und Legenden über mächtige Artefakte und geheime Rituale, die ihre Macht brechen konnten. Ich glaubte, dass dies unsere letzte Hoffnung sein könnte, um die Menschheit vor ihrem grausamen Griff zu befreien. Unter strengster Geheimhaltung führten wir unsere eigene verzweifelte Zeremonie durch, um diese Artefakte zu aktivieren und ihre Macht gegen die Bruderschaft einzusetzen. Doch wir hatten keine Ahnung, welchen Preis wir dafür zahlen würden. Die Zeremonie lockte die Aufmerksamkeit der Bruderschaft auf uns. Sie kamen in großer Zahl und mit brutaler Gewalt. Ein blutiger Kampf entbrannte, bei dem wir unsere Leben einsetzten, um die Menschheit von der Tyrannei der Bruderschaft zu befreien. Während des Kampfes sah ich, wie die Artefakte ihre Macht entfalteten. Dunkle Energie strömte durch den Raum, und die Bruderschaftsmitglieder wurden von schrecklichen Visionen heimgesucht. Doch auch wir zahlten einen hohen Preis. Unsere eigenen Seelen wurden von den Artefakten in Mitleidenschaft gezogen, und viele unserer Kameraden wurden von der finsteren Macht, die wir entfesselt hatten, verschlungen. Am Ende gelang es uns, die Bruderschaft zu besiegen. Doch die Welt, die wir zurückließen, war zerstört und traumatisiert. Die Narben, die diese Bruderschaft hinterlassen hatte, würden noch lange sichtbar sein. Ich bin der einzige Überlebende unserer Gruppe, und während ich diese Zeilen schreibe, fürchte ich, dass sie mich finden werden. Die Bruderschaft ist vielleicht besiegt, aber ihr Einfluss reicht weit. Ihre Anhänger sind überall, und ich weiß nicht, wem ich noch vertrauen kann. Meine einzige Hoffnung ist, dass meine Geschichte gehört wird. Dass die Menschen die Wahrheit erkennen und sich gegen die Bruderschaft erheben. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Welt die Gefahr erkennt, die von solchen fanatischen Organisationen ausgeht, und gemeinsam gegen sie kämpft. Ich habe mich versteckt, meine Identität gewechselt und bin ständig auf der Flucht. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde weiterhin versuchen, die Wahrheit ans Licht zu bringen und diejenigen zu warnen, die sich in Gefahr befinden könnten. Meine Erfahrung mit der Bruderschaft hat mich gezeichnet. Die Schrecken, die ich erlebt habe, werden für immer in meinem Geist eingraviert bleiben. Aber ich werde sie nicht zulassen, mich zu brechen. Ich werde stark bleiben und für Gerechtigkeit kämpfen, für all die unschuldigen Menschen, die von der Bruderschaft gequält wurden. Es ist wichtig, dass wir wachsam bleiben und uns nicht von solchen Organisationen täuschen lassen, die vorgeben, die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Wir müssen unsere eigenen Entscheidungen treffen und unsere Menschlichkeit bewahren, auch wenn wir mit extremen Bedrohungen konfrontiert sind. Dies ist meine Geschichte, und ich hoffe, dass sie als Warnung dient. Die Welt mag dunkle und gefährliche Geheimnisse bergen, aber wir müssen mutig genug sein, uns ihnen zu stellen und das Richtige zu tun. Denn nur so können wir sicherstellen, dass die Menschheit vor den Schrecken der Bruderschaft und ähnlicher Organisationen geschützt bleibt. Nun, da ich diese Zeilen beende, spüre ich den Atem der Bruderschaft auf meinem Nacken. Meine Zeit ist begrenzt, aber ich hoffe,
dass meine Geschichte einen Funken der Widerstandsfähigkeit und des Mutes in den Herzen derer entfacht, die sie lesen. Mögen wir uns gemeinsam erheben und das Böse besiegen, das in den Schatten lauert. Wenn diese Worte jemals das Licht der Welt erblicken sollten, denk daran, dass mein Name Marco ist und dass ich für die Wahrheit und Gerechtigkeit kämpfe. Möge meine Geschichte nicht vergessen werden.